Fünfter ist nicht gut. Aber das kriegen wir noch besser hin. Sechster ist noch schlechter. Nein, da... Ich verstehe die Sperren nicht. Bei manchen stürzt du nicht ab, bei denen schon. Da geht das sogar bis zum Anschlag. Und Querverkehr. Na, herzlichen Glückwunsch. Querverkehr ist hier echt das Schlimmste in der Stadt. Neunter, sind hier echt alle schon disqualifiziert? Ach nö. Kann ich mich nicht einmal in Ruhe lassen? Alter, viel Verkehr. Nein, weg. Psst. Nein. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wenn man einen Typen umstößt, wie das aussieht. Alter, jetzt müssen wir aufholen. Da hat jemand einen Unfall gebaut hinter uns. Also sind wir doch noch nicht die Letzten. Aber neunter ist kein guter Platz. Wir müssen aufholen, ey. Wir sind ganz schön weit vor uns. Wo war denn hier eigentlich nochmal die nächste Straßensperre? Das würde mich mal interessieren. Oh, die sind echt sehr weit vorne. Ich weiß nicht, ob wir die noch überholen können. ...0,8 Sekunden, Alter. So weit habe ich die noch nie vorgelassen. So, nächste Straßensperre. Da war sie. Ich glaube, wir werden gleich verhaftet. Auto. Auto. Also echt, die Halbinsel, die macht mich schon in Ebene 4 fertig. Das kann aber, glaube ich, nur an den Straßensperren liegen. Straßensperren machen da einen echt fertig. Okay, es gibt zwei Straßensperren. Mal gucken. Strand zu fahren ist auch nicht unbedingt das Beste. Ich nehme da mal die Strecke nach. Nein! Alter! Nein! Nein! Ins Wasser! Alter, die Halbinsel, die macht mich fertig. Oh, am Reifen. Oh, schöner Reifen. Nein! Autsch! Da hat man aber keinen Fuß gesehen. Und da ist das Rad. Ja. Der hat ein Rad ab. Also sowohl das Motorrad als auch der Typ. Hey, zumindest hast du an deiner Kiste keinen Totalschaden verursacht. Das sieht immer so aus. Okay, wir laden nochmal. Ich bin ja immer nur am Laden. Zack. Huch. Ja. Es ist alles eine Frage der richtigen Einstellung. Entweder du hast sie oder nicht. Wer bist du? Ich hab dich schon so gut wie gewonnen. Ja, die Halbinsel, die mich völlig fertig macht. Eieiei. So. Wir probieren es einfach nochmal. Und wehe, bis zum Ende der Aufnahme sind wir nicht durch mit der Strecke, das sag ich euch. Wir dauern eine Aufnahme immer noch Stunde 15 und bis dahin müssen wir die Strecke fertig haben. Und die letzte Aufnahme, vielleicht streame ich die sogar. Mal gucken. Und alle bauen sie gleich wieder Unfälle. Das kann von mir aus gerne so bleiben, dann können die gerne hinten bleiben. Sperre? Nein! Das fängt ja super an. So, ganz schnell. Die haben nämlich rot. Da droht Querverkehr. Alter, das kann doch... Kann echt nicht wahr sein. Warte mal. Nee. Escape zum Abbrechen, genau, und dann beliebige Taste.
Ja. Das haben wir schon gesehen. Nochmal laden. Alter. Und dann erstmal durchatmen und nochmal probieren. So. Halbinsel. Alter, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die fünfte Ebene da noch schaffen werde. Wenn ich schon an der vierten Ebene bei der Halbinsel scheitere. Jetzt bauen die fast alle schon keinen Unfall mehr. Aber die bauen welche. So, die Sperre. Ihr seht, die ersten Schrecken sind dann wirklich noch pipi einfach. Erste Ebene, Kinderspiel, zweite Ebene geht. Dritte Ebene ein bisschen schwerer. Aber vierte Ebene ist ja schon das Maß der Schwierigkeiten. Ja, gerade hier haben die ja grundlegend was verändert. Nicht nur die Länge der Strecke, sondern sogar irgendwas mitten in der Strecke. Ich glaube, wir brauchen doch Omi Power, oder? Omi! Naja, er hat sich von uns abgewendet. Er hat schon kein Vertrauen mehr in uns. Aber dich fahre ich um. Jo. Aber jetzt noch ein bisschen Omi-Power. Erstmal hier abschütteln. Nee. So, das ging locker flockig. Erstmal hier lang, so, schön weit außen, fertig. So, mal gucken. Sind wir noch Erster? Es geht noch. Das wäre jetzt auch mal so schön, eine Schnellspeicherfunktion. Genau an dieser Stelle müsste man das Rennen nicht immer wieder von vorne beginnen. So, naja, der Mike, der wollte mal wieder angreifen, der olle Schmarotzer. In der Luft, bist du wahnsinnig, Alter. Wenn die uns einmal erwischt haben, das ist doof. Okay, hier müssen wir wenigstens nicht springen, da fuhr sogar die Polizei vorbei. Jetzt haben wir trotzdem einen umgefahren. Vierter. Dritter. Ist immer noch gut. Dritter ist immer noch gut. Selbst der Polizist ist abgeschmiert. Haben wir nochmal umgefahren. Aber wie gesagt, die sterben hier nicht, selbst wenn man jemanden mit Motorrad völlig schnell umfährt. Da sind die noch lange nicht tot. Die können dann noch problemlos aufs Motorrad steigen. Die können dann problemlos noch lenken. Können problemlos schalten. Die können doch alles. Wobei man da bei der Einszene gesehen hat, Unfallszene, da wurde ja jemand, der Arm abgefahren. Oh, die haben auch umgerempelt. Das war fürs letzte Mal. So, das macht nichts, wenn wir hier vorne langsam sind, denn dann können wir eigentlich die Sperre gut umgehen. Da vorne die. Das gibt's doch nicht. Die konnte ich doch irgendwie besser umgehen. So, da muss er auch sein Motorrad holen. Querverkehr. Nein. Hallo. Ich will voran. Ich will voran. So. Alter. Ich will gerade mal losfahren und dann schlägt er mich schon. Der hat gerade mit seiner Aktentasche gewedelt. Zehnter, boah, das kannst du dir nicht erlauben. Soll wieder ein bisschen aufholen. So, zwei Strecken immerhin heute geschafft. Ja.
Ich frage mich, ob der feine Herr, der große YouTuber da, der ebenfalls dieses Spiel besitzt, ob der es überhaupt mal durchgespielt hat. Großen Respekt an ihn, wenn er das geschafft hat. So, mal gucken. Sperre ist ungefähr auf der einen Spur. Ich mal gerne lang fahre. So, fahren wir hier lang. So, fertig. Ach da, na gut, dann können wir noch ein paar Plätze gut machen. So. Da war wieder eine sehr böse Sperre, an der wir abstürzen können. Was aber nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Alter, Mann! Das gibt's doch nicht. Alter, nein! Was war denn das jetzt? Sind wir jetzt kurz geflogen? Und schnell los, bevor der Querverkehr kommt. Elfter. Sind wir sogar noch schlechter. Ah. Kurve ist auch fies. Alles hier irgendwie ist fies. Und die Polizei! Wah! Nein! Ha! Ah, Mann! Das gibt's doch nicht! Der fährt einfach an der Sperre vorbei und der fährt den um! Die sind alle schlimmer! Die sind ja alle viel, viel schlimmer! Na, jetzt ist die da hinten geblieben. Wird das jemand für mich jemand spielen? Nee, geht ja schlecht. Ihr müsst mich ja dafür besuchen. Das geht ja nicht über TeamViewer oder so. Sei denn, das Safe Game verlagere ich auf den Hauptrechner und Spiel ist dann so. Wow, wow, wow. Und trotzdem abgeschmiert, das gibt's doch nicht. Nein, wir werden verhaftet, 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 wir werden verhaftet. Verhaftet, 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 oder nicht, oder doch, oder dich, oder doch. Doch nicht zum Glück. Hm. So, jetzt bin ich an das Mikro angekommen. Da haben wir jetzt die ganze Zeit hier versucht, da habt ihr die ganze Zeit mitgefiebert und ich hab's noch nicht hinbekommen. So, mal gucken, wann wir da mal in die eine Richtung müssen. Jetzt. Nein! Alter, ich wollte da lang. Jetzt müssen wir nämlich doch hier lang fahren. Aber wir müssen irgendwie rein. Aber wir fahren jetzt die ganze Zeit auf Gras. So. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt können wir Gas geben. Und Polizei, Alter. Ich sehe nur Polizei. Wann sehe ich denn mal Gegner? So, fertig. War da gerade ein Foto? Sah gerade aus wie so ein Plakat mit einem Foto drauf. Oh, wir haben jemanden überholt. 10. Platz. Mal gucken, soweit war ich hier noch nie. Alter, die Steuerung. Jetzt höre ich das Auto links. Das ist ein Bug. Jetzt ist er weg. Das ist ein allgemeiner Soundbug bei dem Spiel. Nichts Ungewöhnliches. So, wie hier ist noch eine Straßensperre. Da ist das Ziel. 5. Alter, wir waren ver... Nein, nein. 6. Wir sind 6. Direkt nach dem Strand, direkt nach dem Scheißstrand kommt das Ziel. Ich werd bekloppt. So. Was kommt denn jetzt so Feines? Ja. Oh nein. Oh Gott. Naja, Spaß unter Kollegen. Verdammt. Verlierer. Mann, du bist ein echter Verlierer. Selbst der auf den Dreirad, der lacht. Aber immerhin $1000 gibt es.
$1000, damit kann ich leben. So, aber ich denke mal, 32.000, da fehlen uns noch ein bisschen. Ich denke mal, danach schaffen wir es.